Ein Park in Karlsruhe und eine Erkenntnis. Das dauert ja ewig. Verflixtes Datenzentrum. Kann man das nicht beschleunigen? Schnelle optische Modulatoren und Transmitter. Wir haben doch eigentlich alles. Nur die Verbindung dazwischen, das ist schwierig. 3D-Druck? Das wird ja bedeuten... Mensch, da wird ja alles mit jedem reden. Ja, und Fallüber kriegt's viel kleiner. Unbezahlbar. Wahnsinn. Von der Vision zur Realität. Wir sind am KIT in Karlsruhe. Bislang war es nicht möglich, photonische Verbindungen zwischen optischen Bauelementen flexibel und effizient herzustellen. Gleichzeitig aber werden Daten- und Speichermenge immer größer. Nicht zuletzt durch die Digitalisierung aller Lebensbereiche. Also es fing an, als ich selber promoviert habe auf dem Gebiet und wirklich die Stunden im Labor damit zugebracht habe, Licht in Chips ein- und auszukoppeln. Das war zum einen sehr anstrengend und zum anderen fragt man sich dann auch irgendwann, was das alles bringt. Eine Technologielücke, die Christian Koos bereits vor Jahren erkannte. Dann schließlich der Durchbruch. Und als ich dann wieder ins KIT gekommen bin, konnte ich die zwei Dinge eben zusammenbringen. Christian Koos, Delphi-Projektleiter. Die Lösung für das Aufbauproblem? 3D-Laserlithografie. Ein hochpräzises Druckverfahren. Was wir hier sehen, ist ein photonischer Wirebond, der einen Laser auf der linken Seite verbindet mit einem Silizium-Photonic-Chip auf der rechten Seite. Und das wird so hergestellt, dass man zuerst die Chips festklebt und dann anschließend eben schaut, wo die Koppelstelle hier ist und wo sie hier ist und dann eben dazwischen diesen Wellenleiter druckt. Mittels Ultrakurzpulslaser kann das Verfahren Kunststoffe aushärten mit einer Genauigkeit im Nanometerbereich. Die größte Herausforderung ist tatsächlich zu detektieren, wo man diesen Kunststoffwellenleiter hinfertigen muss. Das ist wirklich das Schwierigste. Matthias Bleicher, Doktorand Elektrotechnik, Physik. Ich kann Geräte mit unterschiedlichen Modenfelddurchmessern verwenden und in einer bestimmten Funktionalität kombinieren, hier als Transmitter. Ich kann auch eine Anwendung für Hochgeschwindigkeitstransmitter entwickeln. Mohammed Billah, Doktorand, Photonic Integration. Zunächst werden die Bausteine mit einem Kunststoff ausgefüllt. Nachdem wir jetzt den Fotolack auf den Chip aufgebracht haben, muss die Probe kopfüber in die Maschine eingebracht werden, sodass man dann hinterher mit Laser auf die Probe fokussieren kann. Und dann an der Stelle, wo der Laserpunkt ist, wird es dann fest. Also jetzt sieht man hier, wie der Laser den Kunststoff dann fest belichtet. Und es wird jetzt hier der Wellenleiter verfestigt. Schreiben am Zweiphotonen-Polymerisationsgerät. Das überschüssige Material wird anschließend entfernt. Die Strukturen werden in jedem Fall noch inspiziert. Wie ist die Qualität? Und das macht man am besten an einem Rasterelektronenmikroskop. Andreas Hofmann, Prozessentwicklung, Systemaufbau. Wie aber sieht die industrielle Anwendung aus? Die Leitanwendung im Augenblick ist die optische Kommunikationstechnik. In Datenzentren, in Kommunikationsnetzwerken, die größere Strecken überbrücken von einer Stadt zur anderen, von einem Kontinent zum anderen. Ganz prinzipiell ist es einsetzbar in allen Bereichen, wo integriert optische Chips gebraucht werden. Kleiner, schneller und energieeffizienter durch neuartige Verbindungen für die integrierte Photonik. Die Delphi-Tüftler im Hochgeschwindigkeitslabor. Was wir hier sehen, ist eine Visualisierung von einem optischen Datensignal. Im Augenblick läuft das Modul bei einer Übertragungsrate von etwa 800 Gigabit pro Sekunde. Das heißt, über ein so Modul könnten 80 Millionen Telefongespräche laufen. Also ganz Deutschland könnte darüber gleichzeitig mit dem Ausland telefonieren. Das ist die Gegenwart, aber allerdings in unserem Labor. Und das soll in Zukunft auch im Feld laufen. Ja. Hier will man es anpacken. Aufbruchstimmung bei Vanguard Photonics in Karlsruhe, wenn auch die meisten Möbel noch fehlen. Ja, wir sind ein klassisches Startup, Ausgründung aus Universitätsumfeld, KIT, und wir werden die Welt umarmen. Alois Haug, Geschäftsführer von Vanguard Photonics. Das Herzstück zumindest steht bereits. Der erste Prototyp für die industrielle Fertigung photonischer Systeme. Philipp Dietrich, Doktorand und Mitgründer von Vanguard. Vanguard Photonics kann optische Verbindungswellenleiter herstellen zwischen unterschiedlichen Komponenten, zum Beispiel einem Laser und einem Modulator. Und das macht diese Maschine. Ein grandioser Erfolg für die Karlsruher Forscher. Denn es handelt sich um nichts weniger als
Weltrekord. Weltrekord. Das schnellste Transmittermodul in Chipgröße. Ein Weltrekord der Datenübertragung durch photonische Integration. Wir kombinieren Chips verschiedener Plattformen zu einem einzigen und schaffen eine Datenübertragung mit hunderten Gigabit pro Sekunde. Weltrekord!